Die alte Flashgame-Kiste. Hallihallo und willkommen zu Die alte Flashgame-Kiste. Ja, ihr hört richtig, ich bin nicht Mika, ich bin Julia. Und ich habe gedacht, ich mache auch mal eine Folge dazu. Und zwar habe ich tatsächlich lange überlegt und ich glaube, die meisten Flashgames, die ich gespielt habe, das war halt wirklich noch, wo ich halt klein war, so auf Kika und weiß ich nicht was, so Kinderseiten halt. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall ein Flashgame, was ich tatsächlich noch nie gespielt habe, was ich aber sehr, sehr oft gesehen habe, also das Vorschaubild. Und also ich kann mich daran erinnern, dass ich das als Kind auch schon immer gesehen habe. Dementsprechend glaube ich, dass es auch schon lange existiert. Das Spiel heißt Fireboy and Water Girl. Und ja, also die Spiele, die ich damals gespielt habe, gibt es, glaube ich, inzwischen leider nicht mehr. Aber das hier gibt es immer noch und das werde ich jetzt mal austesten. Ein Testspiel habe ich hier schon mal gehabt. Aber ich fange ja natürlich nochmal von vorne an. Es gibt hier diese zwei beiden Typen, beziehungsweise einmal das Water Girl und einmal den Fireboy. Und ja, die Wasserfrau darf nicht ins Feuer, der Feuermann darf nicht ins Wasser. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Und sie müssen sich gegenseitig helfen. Genau, das erste Level habe ich, wie gesagt, schon einmal gemacht. Es ist relativ easy. Aber auch eigentlich ganz lustig so. Da, okay. Jetzt muss ich hier einmal den Knopf drücken und jetzt kann ich mit den anderen Tasten, ist ein bisschen umständlich hier, den Fireboy steuern. Hier das Grüne, da dürfen beide nicht rein. Das ist nämlich für beide giftig. So. Der Fireboy kann jetzt schön hier hoch. Dann muss ich das Wassergirl wieder bewegen. Und so. Jetzt kann sie auch nochmal hochgehen. Und die Box da oben kann ich hier wegschubsen. Oh je, ich dachte schon, ich hätte es verbuggt. Aber ich glaube, es geht. So. Nein. Einmal muss ich da noch hoch. Den einen Diamanten hole ich mir noch. Und dann hier zur Tür, zum Ausgang. Das gleiche mache ich natürlich noch mit dem Water Girl. So. Den Diamanten nehme ich auch. Und damit ist das erste Level geschafft. Also relativ easy. Ich frage mich, was so diese Symbolik hinter diesem Spiel ist. Ich meine, dieses Symbol hier, mit dem Weiblichkeitszeichen, dem Männlichkeitszeichen ineinander. Es kann sein, dass ich mich irre, aber steht das nicht normalerweise für Geschlechtsverkehr? naja, ich hinterfrage mal nicht, was die beiden machen, wenn sie durch die Tür gehen und spiele das nächste Level. So, das sieht schon etwas komplizierter aus, aber sollte eigentlich auch machbar sein. So, okay, das geht wahrscheinlich wieder zu, ja. Da muss ich hier stehen bleiben. Jetzt kommt der Fireboy wieder. Oh, da muss ich aufpassen. Das Ding ist, wenn ich einmal versehentlich jetzt zum Beispiel in Wasser reinfalle, dann muss ich das komplette Level von vorne machen. Also muss ich schon ein bisschen aufpassen, dass ich hier keinen Fehlschritt mache. Das ist jetzt hier aber schon schwieriger. So. Eieiei. Okay. Das ging schneller weg, als ich dachte. So, so viel zu. Ich muss das ganze Level nochmal von vorne machen. Hier seht ihr es. Ich weiß übrigens nicht, wie viele Level ich im Video zeigen werde. Ich denke mal jetzt nicht, dass ich hier alle spielen werde. So. Huiuiui. Oh Gott. Das Ding ist, meine Pfeiltasten auf meiner Tastatur sind irgendwie extrem klein. Deswegen ist es immer so ein bisschen friemelig hier. WASD geht dann schon besser beim Wassergirl. So. Oh je, mein Herz. Uiuiui, okay. Diesmal habe ich es geschafft. Das Problem ist, ich muss es gleich nochmal machen. Okay, jetzt ist hier die Brücke rüber. Dann kann ich jetzt mit ihm hier rüber. Ja. Das eine ist natürlich jetzt so schief, das ist ein bisschen gefährlich. So. Aber ich habe es geschafft. Einmal hier den Knopf betätigen und rüber. Yay. Kann ich ja nicht auch hier durch? Hm.
Gemein. Soll das? So, Geschlechtsverkehr ist im Gange. Die Diamanten wurden geklaut und der Hochzeitsring ist angelegt. Ich sehe da eine Geschichte drin. Wahrscheinlich klauen die Diamanten für den Hochzeitsring. Ich meine, das unten ist wahrscheinlich die Zeit, aber es sieht ein bisschen aus wie ein Hochzeitsring. So. Dann nehme ich mal direkt das Level. Oh, die Musik ist hier schon ganz catchy. Yeah. Das heißt aber wahrscheinlich auch, dass das hier wieder etwas komplizierter geworden ist. Yeah. Die Musik ist im Loop. Es hat gerade wieder neu angefangen. Oh. Oh. Ich glaube, ich habe es schon verkackt. Oh je. Ich glaube, ich hätte hier nicht runtergehen dürfen. Ich war jetzt gerade so voller Elan bei dieser Musik, dass ich hier einfach runtergerannt bin wie so eine Geisteskranke. Aber nee. Okay, dann gehe ich nochmal mit dem Feuertypen hier ins Wasser, dass ich das Level neu starten kann. Das war ein kleiner Fail. Aber diesmal wird es besser werden. Da bin ich der festen Überzeugung. Yeah. Ich bin das Wasser-Girl. Das Wasser-Girl. Mann, jetzt komme ich da nicht mehr an den Diamanten. Was soll das? Mann. Dann versuche ich es aber hier. Boah, wie soll man denn da rankommen? Ist gar nicht mal so einfach. So, dann eben nochmal von vorne. Ach, die Musik. Düm, düm, düm. Du hast dich dafür entschieden, uns sterben zu lassen. So. Ja, diesmal ein bisschen vorsichtiger hier. Und rüber. Von dem Spiel gibt es übrigens auch irgendwie sehr, sehr viele Versionen. Ach, ich bin schon wieder an dem Diamanten vorbei. Naja, habe ich gesehen. Mann, wie soll man denn da rankommen? Dann lasse ich den vielleicht einfach raus, bevor ich jetzt hier noch 10.000 Mal von vorne starten muss. Nochmal. Yeah, yeah, yeah. Der Beat ist schon nice, auf jeden Fall. So. Diesmal mache ich es besser. Wow. So viel dazu. Komme ich jetzt hier nicht weg? Hallo? So, okay. Dann hier lang und da rein. Jetzt ist der Fireboy am Start. Und so. Okay, hier habe ich wenigstens alle Dias. Ach, Mann. Das war echt kein gutes Level für mich. Ich weiß gar nicht, was das Lilane heißt. Wahrscheinlich einfach, dass ich weitermachen kann. Ach so, nee, wahrscheinlich, dass ich nicht irgendwie alles aktiviert habe. Naja, mal gucken. Ich gehe mal in das nächste Level. Okay, das sieht wirklich schon komplizierter aus. Ich gehe erstmal hier hin. Wahrscheinlich werde ich hier gleich ganz viel falsch machen, aber ich... Ich glaube, ich habe schon einen Fehler gemacht, oder? Weil sonst... Ah, ich glaube, ich muss nochmal von vorne anfangen. Ich glaube nämlich, dass der Feuertyp noch hier drauf muss vorher. So. Das habe ich nämlich vorher nicht bedacht. Ich habe einfach drauf los... einfach losgelegt. So. Ja, das sieht besser aus. So, jetzt hier. Hm, was bringt mir das jetzt? Ich kann ja nicht hier hoch. Warum sollte ich hier drauf gehen? Er kann doch einfach drüber hüpfen. Oder warte mal. Das ist ja ein richtiges Rätselspiel hier. Achso, wahrscheinlich muss ich hier draufklicken. Ich weiß nicht, warum ich gerade so komisch geredet habe. Und jetzt kann ich das nehmen. Aha, ja, okay. Ich weiß nicht genau, was der Hebel jetzt bewirkt hat. Jetzt darf ich bloß nicht da in die Grütze runterfallen. Eieiei, huh. Okay, ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Jetzt das Wasser-Girl. It's your turn, Water-Girl.
Und? Yay! Jetzt habe ich hier ganz viele Möglichkeiten. Ich werde, wie gesagt, auf jeden Fall nicht alle Level spielen. Das wäre ein bisschen too much. Ich gehe mal einfach hier hin. Ah, oh Gott. Okay. Das fängt schon mal gut an. Ich glaube, ich muss mit ihr anfangen? Nee, mit ihm. So, dann kommt das rüber, dann kann sie da drauf hüpfen. Das gleiche kann ich jetzt hier machen, nur für den Fireboy. Ich hab's schon vermutet. Wenn ich hier runterfliege, ist es vorbei. Retry. So, nochmal. Das ist echt ziemlich knifflig, das Spiel. So. Jetzt vorsichtig. Gut, gut. Jetzt für sie rüber. Okay, okay, okay. Ich hüpfe erstmal hier hoch mit den beiden. Und jetzt. Oh, oh Gott, ich glaube, ich muss das timen. Okay, ich versuch's. Hä? Er ist schwerer? Boah, das ist aber schwer. Na, dann eben nochmal. So. Ja. Es ist so frustrierend, dass man alles nochmal von vorne machen muss, wenn man stirbt. Aber so ist das Leben. Ich weiß nicht, warum ich das sage. So. Nein, nein, um Gottes Willen. Hui. Ja, dann. Ha, okay. Ich muss es doch nicht so timen, wie ich dachte. Ich muss einfach nur mit ihm zuerst runter. Okay. Das war's. Jetzt habe ich das Level geschafft. Yay. So, ein finales Level, würde ich sagen, mache ich noch. Dann nehme ich mal das hier an der Seite. Aha, okay. Ich habe noch keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich gehe einfach erstmal und dann werde ich es ja sehen. Kann ich hier? Ja, hier kann ich runter, okay. Da kann ich allerdings nicht lang. Okay, dann gehe ich erstmal mit ihr hier zur Seite und schau mal, was ich hier machen kann. Der Knopf lässt sich drücken, das ist schön. Dann kann ich hier entlang und könnte das da jetzt draufschmeißen. Will ich das denn? Das ist die Frage. Ich mach's erstmal. Nein. So. Und jetzt noch da drauf. Ah ja, verstehe. Und dann, okay, dann kann ich jetzt wahrscheinlich mit dem hier das aktivieren. Ja, ja, sieht gut aus. Dann. Oh shit, das ist Wasser. Oh nein! Nein! Nochmal alles. Es ist bei so Knobelspielen so gemein. So, erstmal gehe ich jetzt mit ihr rüber. Ich dachte schon, das wäre ein Fehler. Aber noch ist alles im Lot. Alles in Buddha. Jetzt hier hoch. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. So. Jetzt gehe ich hier lang. Das ist natürlich die Frage. Wahrscheinlich sollte ich da einfach mit dem Girl langlaufen. Und nicht mit dem Fireboy. Dazu müsste ich aber das hier wieder runterschmeißen. Ich hoffe, das ist richtig. So, sie geht jetzt hier entlang. Und der Schalter wird betätigt, wenn ich da hinkomme. So. Ah ja, ich glaube, das war richtig. Ich muss nur irgendwie diese
Dinger hier rüber kriegen, aber das geht. So. Ja, doch, ich glaube, ich hab's jetzt. Das war's. Ich habe alles gelöst. Yay. So, ich würde aber sagen, dann war es das auch für dieses Video, weil, ja, ich glaube, es war ein guter Überblick über dieses Spiel. Es gibt noch sehr, sehr viele andere Level. Oh Gott, sieht aus wie das Panoptikum, falls jemandem das ein Begriff ist. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Folgen auch wieder dabei. Schaut euch auch gerne nochmal die Folgen an, die Mika gemacht hat davor. Ja, bis dann. Ciao.